Montagmorgen, kurz nach 7, viel Staub liegt in der Luft. Langsam gräbt sich der Bagger ins Erdreich. Bodenklasse 7, das heißt schwerer, felsiger Boden. Der Autobahnausbau zwischen Aschaffenburg und Bibelried ist ein Mammutprojekt. Die 93 Kilometer kosten 1 Milliarde Euro. Ein Auftrag für schwere Maschinen und kräftige Kerle. Unzählige Straßenbauer arbeiten auf den kilometerlangen Baustellen. Auszubildende findet man hier kaum. Die Großbaustelle an der Autobahn steckt voller Gefahren und ist nichts für Anfänger. Jergeni lernt Straßenbauer, steht aber schon kurz vor der Abschlussprüfung. Hier kontrolliert er die Tiefe eines Kanalschachts und dirigiert dementsprechend die Baggerarbeiten. Frei ab. Lärm und Staub stören den 20-Jährigen nicht. Im Gegenteil. Ich liebe Maschinen, also große Baustellen, da wo viele Rauben sind, Bagger. Ich mag das, ich liebe es. Die Ausbildungsinhalte: Umgang mit Geräten, Werkstoffkunde, Pläne zeichnen, Asphaltieren und Pflastern. Beim Straßenbau spricht man auch von Tiefbau. Damit die Straße lange hält, braucht sie einen Unterbau und Entwässerung. Dazu wird der Boden ausgeschachtet und es werden Rohre verlegt. Jergeni bekommt Aufträge und arbeitet sie eigenverantwortlich ab. Dabei helfen sich die Kollegen gegenseitig. In der Kolonne arbeitet auch Jergenis Vater. Teamarbeit ist auf der Baustelle wichtig. Damit alles reibungslos läuft, müssen die Arbeiter zusammenhalten. Und damit nichts passiert, achtsam mit den Geräten und Werkzeugen umgehen. In Jergenis Sicherheitsschuhen stecken Stahlkappen. Zudem trägt er Handschuhe und Helm. Seit 6 Uhr ist der Auszubildende auf den Beinen. Die Fahrt von der Firma zur Baustelle dauert 1 Stunde. Frühestens um 18 Uhr kommt Jergeni wieder nach Hause. Der lange Arbeitstag ist kein Problem für ihn. Ja, mir geht's eigentlich gut, ich bin dran gewöhnt. Fünf Kilometer weiter geht es heiß her, beim Asphaltieren. Straßenbauer arbeiten mit vielen Materialien. Hier bekommt die Straße ihre Asphaltdecke. Viel Kraft und Ausdauer fordert der Straßenbau den Arbeitern ab. Ein Job, den nur wenige bis zur Rente schaffen. 5 bis 6 Liter Wasser trinken die Straßenbauer im Sommer pro Schicht, um die heißen Arbeitstage überhaupt durchzuhalten. Hier gibt es kein Hitzefrei. Im Gegenteil, 140 Grad heiß ist der frische Straßenbelag. Mario spürt am Abend, was er geleistet hat. Schon schwer, du bist abends, bist du total fertig, körperlich kaputt, kommst daheim, dusch dich, geschlafen, fixen alle. Es macht's Geld halt, ne? Gut bezahlter Beruf, es lohnt sich. Mario hat eigentlich Koch gelernt, wechselte aber zum Straßenbau, da er hier selbst als angelernte Kraft deutlich besser verdient. Mehr Informationen dazu unter www.ichmachs.com. Dort gibt es auch viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Rolf Hans arbeitet auf der Baustelle am Straßenfertiger. So heißt die Maschine, die den Asphalt aufträgt. Meine Aufgabe ist, die richtige Straßenbreite einzuhalten und die Höhen richtig einzuhalten. Also die Stärken, die wir vorgegeben kriegen vom Straßenbauer. Das wird hinterher nachgemessen, da wird ein Loch in die Straße gebohrt, da wird nachgemessen, ob wir tatsächlich den Einbau, den wir vorgeschrieben gekriegt haben, eingehalten haben. Bauen wir zu stark,
Bauen wir zu stark, das ist unser Nachteil, müssen wir das Material zusetzen. Und bauen wir zu schwach, gibt es natürlich eine Strafe vom Straßenbauern. Und die Straße hält nicht so lange. Jedes Mal, wenn die große Maschine stoppt, wird der Belag uneben. Deshalb ist der 57-Jährige ständig am Schauen und Messen. Rolf Hans kommt aus Magdeburg und war schon auf Baustellen in ganz Deutschland unterwegs, hat beispielsweise die Startbahn am Frankfurter Flughafen asphaltiert. Trotz der schweren Arbeit, er könnte sich keinen schöneren Job vorstellen. Wenn man hinterher über die Straße fahren tut und man sieht, dass sie glatt geworden ist, schön glatt, und dass andere Leute damit auch zufrieden sind, dann ist es ja auch ein gutes Gefühl fürs Herz, oder? Also für mich zumindest. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Kraft und Ausdauer, handwerkliches Geschick, Interesse für technische Geräte, mathematisches Verständnis. Zum Blockunterricht kommen die Auszubildenden regelmäßig in die Berufsschule. Im praktischen Unterricht lernen sie den Umgang mit den unterschiedlichen Baustoffen. Kein Pflasterstein gleicht dem anderen. Ausdauer, Kreativität und Genauigkeit sind hier gefordert. Neben dem Neubau übernehmen Straßenbauer auch Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an Wegen und Straßen. Sie müssen die Eigenschaften der Baumaterialien gut kennen. Deshalb werden im theoretischen Unterricht die Kenntnisse aus Physik, Chemie, Mathematik und Werken vertieft. Gut hinbekommen. Und jetzt muss die immer im System bleiben. Oben die großen Steine, hier die länglichen, schmalen Steine. Und dann hier immer kontinuierlich größer werden. Wenn du genau in dem System bleibst, dann gibt es wirklich ein sauberes Werkstück. So wie Jergeni haben die meisten Auszubildenden hier den Hauptschulabschluss, können aber gut darauf aufbauen. Das zeigt die Erfahrung ihres Lehrers Leo Stenger. Es gibt also sehr gute Beispiele, wo Hauptschüler quasi hier, ich sag mal, durchgestattet sind, die also anhand von diesem Beruf einfach in diese Aufgabe hier hineingewachsen sind und sich dann über Meister- und Technikerkurse qualifiziert haben und dann entweder in der freien Wirtschaft oder auch im öffentlichen Dienst zu verantwortungsvollen Posten auch gekommen sind. Die Karrierechancen: Polier, Meister, Tiefbautechniker. Aus ganz Deutschland kommen Straßenbauer nach Würzburg, um sich weiter zu qualifizieren. Andreas ist einer der Meisterschüler. Ich würde mir das im Übrigen immer direkt gleich herschreiben. Und diesen Lageplan bekannt? 2 Jahre lang arbeitete Andreas bereits nach der Ausbildung als Geselle. Künftig will er verantwortungsvollere Tätigkeiten auf der Baustelle übernehmen, so wie hier alle. Doch dafür müssen die Meisterschüler viel lernen. Technische Mathematik, Geologie und Bodenmechanik, Umwelt- und Naturschutz, Personaleinsatz, Kalkulation und Abrechnung. Andreas hat einen vollgepackten Stundenplan und steht am Ende des Kurses. Ich freue mich erstmal wieder auf die Arbeit, weil das vermisst man jetzt doch ein bisschen nach dem einen Jahr Schule. Und ja, die alten Arbeitskollegen mal wieder treffen. Die Meisterschüler mussten sich das Schuljahr über mit Erspartem oder BAföG über Wasser halten. Zudem auch Gebühren für die Fortbildung zahlen. Künftig werden sie besser verdienen und beispielsweise als Bauleiter Straßenbauarbeiten überwachen. Ein verantwortungsvoller Job. Geht es doch manchmal um millionenschwere Aufträge. Andreas freut sich schon drauf. Der 22-Jährige findet nur schade, dass viele Autofahrer die schwere Arbeit der Straßenbauer nicht schätzen. Können wir aber hier bei der Maßnahme darauf verzichten, was natürlich den ganzen Bau der Entwässerung einfacher macht. Die Leute schreien halt aus dem Auto raus, ja, schafft schneller oder bewegt euch. Wir schaffen so schnell wir können. Manchmal ist es klar, man behindert die Leute, aber das ist ja nur zu ihren Gunsten. Danach können sie ja 10, 15 Jahre auf die Straße ohne Behinderung fahren. Und das sehen die meisten halt nicht.
40 Kilometer weiter, kurz vor der bayerisch-hessischen Grenze. Hier wird neben der alten Brücke eine neue gebaut. Auf den ersten Blick gleicht eine Brücke einer Straße auf Pfeilern. Technisch gesehen sprechen hier jedoch die Fachleute vom Hochbau. Ein Kran transportiert Arbeiter und Material auf die Höhe von 70 Metern. Insbesondere Maurer, Schreiner und Schlosser sind hier im Einsatz. Mehr zu diesen Berufen gibt es auch auf unserer Internetseite unter www.ichmachs.com. Tonnen wiegt die Brücke. Sie wird an der einen Talseite aus Beton gegossen und Stück für Stück auf die Pfeiler geschoben. Die Kräfte hier sind enorm. Achim steuert die hydraulischen Pressen, die das Bauwerk anheben und schieben. Nur eine eingespielte Mannschaft kann so ein großes Projekt bewerkstelligen, erzählt Rainer Geis, der als Polier sich um den reibungslosen Ablauf kümmert. Achim, 65 Zentimeter. Gut. An der Baustelle wird täglich bis zu 14 Stunden gearbeitet. Wenn das Timing stimmt, dass alles in Ordnung ist, dann hat man sein Arbeitspensum, sagen wir mal, vielleicht um 19 Uhr, 20 Uhr erledigt. Wenn irgendwas schief geht, dass man mal eine Stunde oder zwei Stillstand hat, dann verlängert sich das natürlich. Also ich muss am Tag meine Arbeit schaffen. Die Baustelle bestimmt praktisch dein Leben jetzt. Es gibt sogar ein kleines Containerdorf an der Baustelle. Hier essen und schlafen die Männer. Sie kommen aus vielen Ländern. Das Leben auf engstem Raum ist nicht immer einfach. Doch jeder weiß hier auch, sie können das große Projekt nur im Team schaffen. 4 Jahre lang dauert der Brückenbau. Die negativen Seiten. Arbeit bei Hitze, Kälte, Nässe, Lärm und Schmutz. Lange Arbeitstage. Kilometer entfernt von der Brücke liegt Karlstadt. Straßenbauer sanieren hier den alten Kirchplatz. Mit am Werk ist der Auszubildende Dominik. Jede Baustelle hat andere Herausforderungen. Hier entsteht ein neuer Abwasserkanal. Zudem mussten Wasser-, Strom- und Gasleitungen neu verlegt werden. Der Denkmalschutz machte viele Auflagen. Alle Arbeiten müssen aufeinander abgestimmt werden. Diesmal sogar mit Archäologen. Ein Gräberfeld aus dem 18. Jahrhundert wurde entlang der Kirche entdeckt, mit über 500 Skeletten. Während die Archäologen Knochen ausgraben, setzt ein paar Meter weiter Dominik seelenruhig Pflastersteine. Die Arbeit auf dem Bau findet der 19-Jährige unglaublich spannend und abwechslungsreich. Der Wechsel von der Schulbank zur Baustelle war jedoch sehr anstrengend. Harte körperliche Arbeit. Aber wenn man seine Abläufe mal drin hat, wenn man die Feinheiten ausgeglichen hat, dann ist ein schöner Beruf. Wer gerne kräftig zupackt und an der frischen Luft arbeitet, der ist beim Straßenbau richtig.